Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse, und wir schauen uns jetzt gemeinsam ein weiteres Raid-Preview aus dem neuen WoW-Addon Legion an. Genauer gesagt handelt es sich um den vorletzten Boss aus der Nachtfeste. Wir sprechen natürlich von Großmeister Elisande. Und der Boss sieht schon nicht nur sehr, sehr gefährlich aus, sondern er hat auch ein paar wirklich sehr knifflige Fähigkeiten, was man sich auch mehr oder weniger von einem Raid-Boss gegen Ende des Raids auch erwarten sollte, beziehungsweise erwarten möchte. Sobald ihr mal gepult habt, wie ihr seht, wir probieren es mal auf der Seite hier. Kommen natürlich sofort zwei Ads. Da haben wir uns am Anfang nicht viel dabei gedacht, denn okay, Ads machen wir mal zuerst die Ads down und dann machen wir weiter auf den Boss und da haben wir dann auch schon gleich den ersten Fehler. Denn ihr werdet es sehen, sobald ein Ad stirbt, entsteht eine Zeitkuppel. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Zeitkuppel. Also der gesamte Boss-Fight, so sollte ich es am besten sagen, der gesamte Boss-Fight dreht sich um die Zeit. Also die Fähigkeiten des Bosses variieren. Wenn ihr glaubt, ihr habt den Boss bezwungen, beziehungsweise der Boss ist mehr oder weniger down, dann habt ihr euch geirrt, denn dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Also er hat so, wer den Zauberer gespielt hat, also wer den Mage aus World of Warcraft, der kennt vielleicht das eine Talent noch, wo ihr die Zeit zurücksetzen könnt. Genau das kann auch mehr oder weniger der Boss. Also hier jetzt mal, wie gesagt, das ist ein Preview, kein richtiger Guide. Ich möchte euch nur die Eindrücke vermitteln, welche wir auch hier am Alpha-Server damals noch gewonnen haben. Von den Fähigkeiten her, da muss man nochmal ganz genau reinschauen, denn diese Welle von Kugeln, welche ihr von außen vorhin gesehen habt, die machen so viel Damage, dass wenn man die Lücke nicht findet, man sofort down geht. Und es werden hier sämtliche schadensreduzierenden Fähigkeiten, wie zum Beispiel beim Shadow Priest, die Dispersion einfach ignoriert. Also es geht dort einfach durch und man stirbt trotzdem. Also man wird zwar von Item Level ein bisschen hochskaliert, wie das so beim Raid auch üblich ist, aber man fährt natürlich stark nach unten vom Lebensbalken. Also man kann hier einen Tick mitnehmen, mehr oder weniger muss man aber einfach die Lücke finden, damit man hier überhaupt eine Chance hat, diese eine spezielle Fähigkeit einmal zu überleben. So, dann pullen wir jetzt gleich nochmal. Wir haben ja natürlich ein bisschen was gelernt. Wir hatten schon ein paar Tries dazwischen und wir haben uns mal für diese folgende Taktik entschieden. Wir machen mal ein Add Down. Zuerst das pinke, sagen wir mal pink-rosa Add dazu. Und wenn das down ist, spawnt ja diese Kuppel und in dieser Kuppel castet die um 30% schneller. Hingegen, wenn wir das blaue Add töten und das die blaue Kuppel spawnt und man uns da reinstellen, casten wir um 30% langsamer. Was hier der genaue Effekt ist bei dem einen, ist natürlich klar, ist ein Damage Boost geht sich jetzt, bietet sich gut an, das erste Add zu töten, dass sich die Leute dort reinstellen und mit dem erhöhten Cast-Speed das zweite Add töten und natürlich Damage auf den Boss machen, da man so einfach schneller vorankommt. Die zweite Kuppel, das haben wir, soweit sind wir noch gar nicht gekommen, denn im Endeffekt, warum stellt man sich rein, wenn man 30% langsamer castet und somit auch weniger Schaden macht? Da muss es noch einen anderen Effekt geben, was hier auch noch ganz wichtig ist, die Kuppeln verbrauchen sich, der ein oder andere kennt das vielleicht von der World of Warcraft, vom Raiden her und von diversen Fähigkeiten, ihr werdet das auch gleich sehen. Je länger ein Spieler drin steht, umso mehr verbraucht sich die Kuppel und verschwindet einfach irgendwann. Also ich denke mal, ich weiß nicht, das, wie gesagt, das war ja noch ein Alpha-Raid, dass das hier noch angepasst wird. Ich denke, mit den Kuppeln wird man sicher diverse Fähigkeiten einfach dodgen können. Auf keinen Fall kann man sich hier einfach so mal auf die Schnelle hier reinstellen und das dann drinnen auscampen, sage ich mal, nur um mehr Damage zu machen, denn die Kuppel werden natürlich einen tieferen Sinn haben. Alles in allem natürlich wieder ein gelungener Bossfight. Also bis jetzt habe ich ein paar sehr, sehr gute Bosse gesehen in Legion. Bin schon sehr drauf gespannt, das Ganze, wenn das mal dann live geht, wenn ihr irgendwelche Bosse versäumt habt, ihr kennt es ja schon, es gibt eine Playlist und wer es noch nicht getan hat, vergesst mir nicht den Channel zu subscriben, dann werdet ihr sofort benachrichtigt, sobald es ein neues Video gibt. Wir tryen noch ein bisschen weiter und euch wünsche ich noch viel Spaß und viel Glück in World of Warcraft.